Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster. Her, i dina bygningen, fatter du? Da er noen nødt til å stoppe dem. Før det er for sent.
fiender forut. Zu diesem Augenblick hatte ich nicht gewusst, dass ich überhaupt ein mutiger Mann bin. Irgendwas brachte mich dazu, rauszuspringen, den Jungen zu packen und mit mir zurück in den Graben zu ziehen. Der Feldwebel trat an mich heran und sagte: Warum bist du nicht in deinem Schützengraben? Kann ich schlafen, Feldwebel, antwortete ich. Er ging und holte etwas. Hier, trink das, sagte er. Es war ein Krug mit Weinbrand. Ich nahm einige Schlucke und war bald betrunken. Dann mal los! Verdammt!
Det blir vanskeligere enn jeg trodde. Sich seine Wut für den Kampf sparen. Kriegszittern ist unheilbar, weißt du? Diese ganze Wut wird dir noch auffressen. Er hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Manche Leute sind halt einfach so geboren. Es ist bekannt, dass er sich Verluste sehr zu Herzen nimmt. Wir haben alle unsere Probleme. Er hat allen Grund auf die Füße. Wir haben uns in eine Fabrik für Matratzen gebracht. Ohne Witz. Ich war eine Woche dort, bevor ich hierher kam. Schon komisch, was? Du erwartest einen stinkenden Schützengraben und schläfst auf einer Matratze. Warte!
Sachen ist schlecht gelaunt. Gib dir selbst die Schuld für die vielen Verluste. Sehen, wie er den Mond angestarrt hat. Man sollte ihn melden, bevor er uns verfehlt hat. Was sollte ihn einweisen? Er wird langsam verrückt, wenn du mich fragst. Yeah.
kann nicht sein. Jeg er i feil etasje. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du. Vi er nødt til å stoppe det.